Das ist wie ein Muskel. Du kannst mehr Willenskraft haben nach einer Zeit oder weniger, je nachdem, was du trainierst. Und unsere, will ich mal sagen, Generation hat systematisch beigebracht bekommen, eigentlich diesen Muskel überhaupt nicht mehr zu benutzen. Deswegen ist dein Muskel ungefähr so groß. Ja, Freunde, jetzt wollen wir über ein Thema reden, was eigentlich ganz interessant ist, weil ich habe jetzt letztens so eine Umfrage gemacht auf Instagram, auf crosspain.de. Und da hatten wir hier so verschiedene Themen. Und zwar solltet ihr ankreuzen, wo ihr am meisten interessiert dran seid. Und da waren Sachen wie Jugendarbeit, Selbstbeherrschung, Ängste überwinden, Trends, Abhängigkeiten, wie wird man Mann, christliche Musik und so weiter. Okay. Alles ziemlich interessante Dinger. Und was am meisten angeklickt wurde, was denkst du, was wurde am meisten gewählt? Eigentlich weißt du das aufgrund von dem, was wir natürlich christliche Musik, nein. Ja, ist das schon die Auswertung? Nee, das ist jetzt von einer Person hier. Okay. Ja, ich weiß wirklich nicht. Du hast mich auch gar nicht mitmachen lassen. Hallo? Was wird am meisten gewählt? Vielleicht, ja, Abhängigkeiten oder Mann werden? Also wenn du jetzt ein bisschen strategisch klug wärst, weil das Video über Disziplin geht, müsstest du eigentlich sagen, Selbstbeherrschung. Ja, wir haben gesagt, es soll authentisch sein. Okay. Ja, es war Selbstbeherrschung, ja. Ziele, was war das? Ziele erreichen und sich selbst einplanen können, seinen okay. Tag und so weiter. Also eigentlich alles um das Thema rum Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung. Ja. Und ist eigentlich auch ganz klar. Ja, weil viele von euch, die euch das hier anschaut, ihr seid interessiert an christlichen Dingen. Und christliche Dinge haben sehr viel mit langzeitlichen Zielen zu tun. Ja, du arbeitest ja auf eine Sache hin, die eigentlich erst eine Ewigkeit wirklich dann zur Vollendung kommt. Wahrscheinlich merken übrigens auch viele, dass wenn sie weiterkommen wollen, dass ihnen das mit der Disziplin, dass sie noch nicht ganz dran vorbeikommen, ne, an dem Thema. Genau, also du willst langzeitlich irgendwas machen, aber du bist die ganze Zeit irgendwelche kurzzeitlichen Entscheidungen am Treffen, die eigentlich nicht wirklich in Harmonie sind mit deinem langzeitlichen Ziel. Und das nervt dich tierisch. Das nervt uns alle eigentlich, ja, dass wir ständig irgendwelche YouTube-Videos anschauen, obwohl wir eigentlich denken, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich wirklich machen will. Interessant. Langzeitlich tun will. So, also Selbstdisziplin, das ist ein großes Manko. Und vielleicht einfach mal einen Bibelvers am Anfang. 1. Korinther 9, Vers 27 sagt, vom Apostel Paulus, ja, dass er sagt, ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Das ist interessant, dass das der Apostel Paulus, wo du denkst, boah, der war doch richtig geistlich, dass der sagt, nee, ich zerschlage meinen Körper, ja, ich wie so ein jemand, der jetzt irgendwo auf den Berg steigen will, jemand, der richtig Hardcore Fitness oder so, mein Körper, ich zerschlage ihn, halte ihn in Knechtschaft, ja. Weißt du, was eine richtig komische Sache ist, finde ich, wo du es gerade so sagst? Ja. Wer sowas schreibt, das ist ja irgendwo, der ist richtig ausgerichtet, ja, auf ein Ziel, der will gewinnen. Und deswegen finden wir in der Bibel oft Wettkampf und so. Und wenn ich mein Leben überprüfe und du deins, überleg mal, wie wir leben und guck dir mal Leute an, die ein kurzfristiges Ziel haben, für das sie enorm viel Disziplin aufwenden. Ja, Tour de France, Vorbereitung, Weltmeisterschaft, du willst irgendwie ein richtig guter Pianist werden. Ich habe von Leuten, die üben dann 8 Stunden am Tag Klavier. Überleg dir das mal. Ja. 8 Stunden Klavier üben oder Geige. Ja. Oder die Leute, die genau so und so viele Wochen lang nur das essen und immer wieder stundenlang joggen, Radfahren. Wo man denkt, das ist doch langweilig. Das ist doch auch anstrengend. Ja? Ja. Ironman, ich denke mir, wie kann man sowas machen? Ja. Wofür machen die das? Dafür, dass die vielleicht wirklich mal einen Tag irgendwo ein wichtiger Typ sind, in irgendeiner Titelzeile, auf irgendeiner Titelseite stehen. Also eigentlich für ein relativ banales, also langfristig gedacht, für eine banale Geschichte. Wir haben ein so herrliches Ziel. Wir haben so was Wunderbares, was auf uns wartet und leben oft viel weniger diszipliniert. Das ist eigentlich ziemlich paradox, oder? Ja, es ist paradox, wenn das so ist. Aber ich glaube, dass es gar nicht so ist, weil ich glaube, dass wir gar nicht das Ziel wirklich vor Augen haben. Das wird das Problem sein, ja. Ja. Weil wenn du das Ziel vor Augen hättest, dann würdest du das ja machen. Wenn du sagen würdest, hey, ich muss auf den Mount Everest, dann wirst du laufen, dann wirst du dann irgendwann so eine Sauerstoffkabine gehen und so weiter, um diese Umstände schon mal auszuprobieren. Da wirst du alles machen, um das wirklich zu machen, und irgendwann machst du das dann auch. Also das wird es auch du schaffen, wenn du willst, je nachdem, wie alt du bist. Also wir haben das Ziel, aber wir sind uns des Zieles nicht mehr bewusst. Nee, ich glaube auch gar nicht, dass so jetzt so Wettkampf oder so, dass das Christentum irgendwie, Christenleben Wettkampf, und Krone und so weiter, das wird
in diese Terminologien, diese Begriffe, die haben wir gar nicht. Und die müssen wir wieder auf den Tisch. Dafür ist dieses Video da. Ja. Wir glauben, Disziplin super wichtig und das Konzept ist verloren gegangen in unserer Zeit. Ja? Mhm. Deshalb, was kann man tun? Jetzt einfach so auch vielleicht praktische Dinge. Ja? Gut, sehr gut. In meinem Leben hat mir geholfen, dass eben genau die Sache, die Natta eigentlich auch gerade anspricht, dass man wieder auf einmal Bewusstsein kriegen muss, eigentlich wenn du schon morgens im Bett aufwachst, musst du eigentlich das Bewusstsein schon bekommen, schon haben. Mensch, heute ist ein Kampf, diesen Tag für die Ewigkeit zu leben, ja, die ganz bald beginnt. Und dann kannst du dich fragen, wenn du zum Beispiel schon in die Dusche steigst, mir geht das natürlich nach das Erste, was ich mache, nach dem Aufstehen aus dem Bett, ist in die Dusche gehen. Wie kann ich mir selber helfen, ja, dieses Ziel mehr zu verwirklichen? Und ich weiß, ich bin morgens oft sehr, sehr müde. Ich kann abends sehr, sehr lange, aber ich muss morgens, ich muss mich aktivieren. Ja, ja, ja. Ja? Und da haben schon schlaue Leute rausgefunden, ja, Kneipp und Co., dass es einfach super hilfreich ist, wenn man halt so eine Wechseldusche macht. Ja? Also wenn man einfach warm und dann wieder kalt, nochmal warm, nochmal kalt, aber es muss auf jeden Fall das Kalte dabei sein. Also zum warmen Duschen muss man irgendwie, glaube ich, niemanden ermuntern, weil ihn das noch nicht erlebt. Aber das Kaltduschen, also morgens richtig dreh den Hebel ganz nach rechts. Ja? Mhm. Und lass dann richtig das kalte Wasser, ich lasse die Haare aus, aber so richtig über den Rücken. Und weißt du, was ich feststelle? Das aktiviert mich und es ist inzwischen manchmal so, wenn ich zum Beispiel vom Nachtdienst komme und denke, jetzt gehe ich nochmal schlafen, dann lasse ich das auch mal weg. Wirklich, weil ich mich so ein bisschen steuern kann. Ich denke, jetzt bleibe ich in dieser Aber jedes Mal, auch wenn ich denke, jetzt muss es weitergehen, ich lasse das kalte Wasser drüber laufen und es hilft mir, in diese Haltung zu kommen. Jetzt geht's los. Wir haben einen Kampf. Ich möchte aktiv sein. Ich möchte wach sein für meinen Herrn. Ich möchte in Gemeinschaft mit ihm sein. Ich möchte anderen Leuten was sagen können. Ich möchte die Schrift lesen können. Ja? Und vielleicht sagst du jetzt, boah, das schaffe ich nie. Ja? Das schaffe ich nie, morgens früh eine kalte Dusche zu machen. Ich kenne das, dass ich mit anderen auch darüber mal gesprochen habe. Und die einfach sagen, boah, das schaffe ich nie. Schaffst du das? Ja, ich mache es jeden Morgen. Ja, dann schaffst du das doch auch. Ja, genau. Also, wenn ich das schon schaffe. Ich kenne dich doch ein bisschen. Nee, für mich egal. Anyway, es ist, Selbstdisziplin ist eine wichtige Sache. Mhm. Ich habe euch gefragt hier auf Instagram, ob ihr was darüber lernen wollt. Und wir werden da mal so einen kleinen Kurs rausbringen im nächsten Jahr. Wo wir wirklich Schritt für Schritt zeigen möchten, wie macht man das eigentlich? Ja, wie kann man eigentlich Selbstdisziplin aufbauen? Weil, weißt du, Willenskraft, und da geht es so ein bisschen um Willenskraft, ja, da geht es nicht nur um Heiligen Geist, oder? Denke ich auch, ja. Also geht es auch um menschliche Willenskraft. Das ist wie ein Muskel. Du kannst mehr Willenskraft haben nach einer Zeit oder weniger, je nachdem, was du trainierst. Und unsere, will ich mal sagen, Generation, hat systematisch beigebracht bekommen, eigentlich diesen Muskel überhaupt nicht mehr zu benutzen. Deswegen ist dein Muskel ungefähr so groß. Deswegen lachen die Asiaten über uns, denken wir manchmal. Ja. Die sind so diszipliniert, auch bei der Arbeit. Die sehen, wie wir immer nur rumchillen. Ja? Und das ist lächerlich für Leute, die irgendwas erreichen wollen. Ja? Deswegen, dieser Muskel muss nicht immer so bleiben. Der kann ruhig ein bisschen größer werden. Und dafür gibt es einen Kurs. Kannst du einfach unten auf den Link da mal klicken. Vielleicht, wir machen einfach mal so eine Landingpage, wo du deine E-Mail-Adresse eingeben kannst. Und dann, sobald das rauskommt, kannst du dir dann das mal anschauen. Aber ist wirklich eine super wichtige Sache. Hast du noch irgendwas anderes auf Lager? Ja, ich denke gerade, wo du sagst Willenskraft. Ich habe gerade so überlegt mit dem Heiligen Geist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein bisschen parallel läuft. Ich sehe das bei dem Simson. Ja. Der hat sich immer mehr von Gott entfernt. Der Geist konnte nicht mehr wirken. Und der lag so wirklich wie so ein kleines, zerbrochenes Kind auf dem Schoß von der Delilah. Ja, ja. Und die Seele war sterbensmatt. Ja. Und sie hat ihn bedrängt. Also, oh. Der hatte null mehr irgendwie so einen Willen und sagen, ich möchte jetzt, ich lasse das jetzt. Das tut einem so weh, finde ich, wenn man das ansieht. Und das sieht man auch bei jungen Christen. Die kommen, die kriegen, den Hintern für nichts mehr Gescheites hoch. Ja, und das tut mir manchmal so weh, weil man denkt, Mensch, willst du nicht in deinem Leben was erreichen, was Bestand hat? Und deswegen denke ich, Wille hat ja viel zu tun mit Entscheidungen. Und das sind halt eben viele einzelne Entscheidungen. Das ist halt, in welche Richtung drehe ich den Duschhebel, ist eine Entscheidung. Ja. Wann gehe ich abends ins Bett, wenn du halt stundenlang noch an dem Handy hängst, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du morgens nicht rauskommst, um Andacht zu machen. Das ist einfach eine kurze Entscheidung, ob du jetzt sagst, Handy ausschlafen. Wenn du weißt, ich habe eine Stunde Zeit, dann kommt ein kurzer Entscheidungsklick, gehe ich ins Internet oder nehme ich mir die Bibel. Ja? Und das sind Sachen, du brauchst einfach da eine disziplinierte Lebensweise, um dich in die richtige Richtung zu entscheiden. Ja. Und der Heilige Geist will das bewirken, aber eben, ich bestätige voll, ja, also diese Muskelgeschichte. Ja, ja, der spielt da auch hundertprozentig mit. Also beide Sachen sind da zu sehen. Ja, wolltest du noch was haben?
Nee, nur das. Nur als vielleicht, ja, letzten Punkt, dass ihr euch mal, wenn ihr das vielleicht ein bisschen in Zweifel zieht, weil ihr denkt, der Lifestyle heute ist doch ganz cool. Ja, so ein bisschen chillig, easygoing und so. Dann mach so weiter, würde ich sagen. Wenn du das, also wirklich der jetzt das überhaupt nicht versteht, warum wir darüber reden, ja, der nicht dieses Bedürfnis hat, sich zu sagen, boah, ich würde aber echt ein bisschen, gerne ein bisschen selbstdisziplinierter sein, dann lass es sein. Also da kannst du sowieso nichts tun, wenn jemand das nicht will. Das stimmt. Ich habe nur gedacht, weißt du, was bei mir so war im Leben, dass das Bedürfnis auch geweckt werden kann, wenn du mal einen anderen Lebensentwurf siehst. Also es ging mir zum Beispiel so, wenn ich Biografien gelesen habe. Ja, super, super. Also du siehst einfach Leute und du merkst, Gott hat sehr, sehr Großes bewirkt in deren Leben. Und ich habe bei allen, wenn ich so zurückdenke, habe ich gesehen, die hatten immer Disziplin. Die haben sich, die wussten, das will ich. George Whitefield, ja, der hat gesagt, ganz England liegt im Schlaf. Übrigens muss man interessant, der Horizont, ne? Ganz England. Also nicht nur Hintertupfing oder sowas. Er hat gesagt, ganz England liegt im Schlaf. Es braucht eine laute Posaune, um sie aufzuwecken. Und der wollte gern so eine Posaune sein. Mhm. Und der hat ganz, ganz diszipliniert nach Methode gelebt. Ja? Mhm. Und ich John Knox. Ja, Reformator auch. Ja. Ja. Give me Scotland or I die. Ja. Gib mir Schottland. Nur Schottland. Ja. Schottland reicht. Schottland reicht schon. Ja. Oder ich sterbe. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Alles disziplinierte Leute. Mhm. Da merkt man einfach, wenn du sowas liest, ja, ohne scheint es einfach nicht zu gehen. So kann man es auch mal ganz pragmatisch so anpacken. Kann dann sagen, Herr, schenk mir doch mal wirklich jetzt disziplinierter zu sein und eben den Kurs dann angucken, den wir noch machen möchten. Und Gottes Segen für echte, kraftvolle Entscheidungen in deinem Leben. Bis dann.